Frohes neues Jahr. Ich habe eine neue Frisur. Let's go. Wir haben auch 2 Siege geholt, einen richtigen Turnaround geschafft nach 3 Niederlagen. Wir gehen einfach mal sofort rein. Erstes Game, zweites Game. Let's go. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Erstes Spiel, Heimspiel gegen Jena. Jena ist nicht schlecht. Alle wissen, dass sie einen sehr, sehr hohen Etat haben und einfach große Ziele haben und schon seit Jahren wieder aufsteigen wollen. Aber auch diese Saison haben sie kleine Struggles. Ein paar ehemalige Mitspieler von mir, wie Shaquille Heinz und Carlton Guyton, mit denen ich in Braunschweig zusammengespielt habe. Das heißt, wenn ihr da noch mal ein paar ganz viele Vlogs aus den, vor 3 Jahren oder so mal anschaut, werdet ihr auf jeden Fall da mal Shaq Heinz und auch Carlton Guyton sehen. Nichtsdestotrotz, ins Game reingekommen, war eigentlich ein relativ okayes Spiel von uns. Wir haben natürlich auch wieder Jena spielen lassen, viele, viele Punkte reinbekommen, aber auch sehr, sehr viele Punkte gemacht, richtig viel gescored. Wieder JB, Jordan Barnes, Justin Martin, Stefan Fundic, auf die ist einfach wirklich verlassen, muss man ganz klar sagen. Die geben einfach richtig, richtig Gas. Oh ja. Wir haben das Ding am Ende noch geholt, war ein knappes Ding, enges Höschen, aber am Ende, glaube ich, sehr, sehr, sehr verdient gewonnen. Und dann gehen wir jetzt auch sofort schon ins zweite Game nach Leverkusen. Aber warte mal, Luis, hast du noch irgendwas zu sagen? Fundic möchte es nicht ganz machen, er ist ein bisschen schüchtern. Aber er hat gesagt, wir machen das zusammen. Also ich mach's jetzt einfach. Wie oft bin ich hier runtergelatscht? Luki! Mein Platz. Hier oben saß ich immer. Hab mich mental auf die Spiele vorbereitet. Hab mein Ding gemacht. Weil man, hier hat man einen super Überblick. Ein weiteres besonderes Spiel. Im letzten Vlog habt ihr schon gesehen, wie ich gegen Paderborn gespielt habe, meinen Heimatverein. Mit 6 Jahren dort angefangen, Basketball zu spielen. Und jetzt nochmal ein besonderes Spiel, denn ich spiele in Leverkusen. Dort habe ich die letzte Saison gespielt, war natürlich auch super erfolgreich. Könnt ihr euch auch die ganzen Vlogs angucken. Der heftige Game und eine Playoffs-Phase. Alles geil, diese Halle ist richtig cool. Leverkusen struggelt dieses Jahr richtig. Die haben auch sehr viel Verletzungspech. Aber sind natürlich trotzdem ein sehr gefährliches Team, vor allem weil die 2 Neuverpflichtungen haben. Einmal aus der ersten Liga, Gabriel de Oliveira und Nick Hornsby zurückgeholt haben, die alte Legende. Ja, wir haben uns sehr schwer getan, lagen die ganze Zeit zurück und dann am Ende haben wir trotzdem nochmal einen richtigen Sprint gemacht und haben es irgendwie geschafft, dran zu kommen, sogar in Führung zu kommen. Und dann haben wir aber einen richtig heftigen Game da reinbekommen von Harris. Harris auch ein Bro, mit dem ich schon damals WWV-Kader zusammengespielt habe. Wir haben immer noch eine sehr, sehr gute Freundschaft, aber es ist natürlich super bitter, so ein Game da zu kassieren. Naja, ich selber war natürlich nicht wirklich gut, habe 7 Punkte gemacht, aber super viel daneben geworfen. Zeige ich euch ja auch alles, 1 aus 8 nur aus dem Feld. Am Ende aber, das muss ich sagen, in der Overtime 2 wichtige Freiwürfe reingeworfen. Das heißt 5 aus 6 Freiwürfen, die Freiwürfe liefen. Ich glaube, ich habe ganz gut verteidigt und am Ende das Wichtigste ist, einfach einen Sieg zu holen und einen Auswärtssieg, unser dritter Auswärtssieg, in Folge nach Hause zu fahren. Man muss wirklich sagen, auswärts tun wir es ein bisschen schwerer, deshalb ist jeder Auswärtssieg super, super wichtig und so kann es weitergehen. 2 Siege in Folge, let's go.